Und damit hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Alien Isolation Let's Plays, wo wir in der letzten Folge ja gerade hier mit dem Fahrstuhl rausgekommen waren, da vorne die Leute gequatscht hatten und wir das einmal probiert haben, die zu töten und dann direkt das Alien kam und das Ganze jetzt in dieser Folge erneut probieren werden, ob wir es schaffen, da hinten irgendwie durchzukommen, mit Durchschleichen. Wir wissen ja grob, wohin der eine Weg da ging, der nicht weiter funktionierte. Und hatten ja herausgefunden, dass wir da hinten die eine Leiter hochklettern müssen. Dann haben wir uns einfach sterben lassen. Das Ganze versuchen wir jetzt nochmal. Und schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Alles klar bei euch? Mahoney, zum Glück. Wir wurden angegriffen. Plünderer. Wir haben das Überwachungsband gesehen. Könnt ihr nach oben kommen? Wir sitzen in der Falle. Der Aufzug geht nicht. Ihr seid gleich beim System- und Synthetenlager. Da gibt's genug für eine Reparatur. Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Wir haben einen Bedarf an Ruinen. Ist der wahnsinnig? Peterson will wissen, ob du wahnsinnig bist. Diese Dinger greifen jetzt Menschen an. Sie sind harmlos, außer man unterwegs auf den Aufzug. Okay. Francis, Ende. Arschloch. Wird schon gehen. Ich werde mich jedenfalls sicher nicht mit den Dingern anfreunden. So, beim letzten Mal sind wir hier hinten rausgeklettert und haben entdeckt, dass es da nochmal einmal höher geht. Und genau das probieren wir jetzt. Ich habe mich extra beeilt, damit die wieder ihren Dialog runterlabern können. Klettern hier raus und haben eigentlich... Wir sind nicht allein. Als Ziel... Etwas hat die Schüsse gehört. Ach, hör doch auf! Da hochzuklettern. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier... Geräusche in den Lüftungsschächten. Ja, ich kann schon klettern. Hört mich nicht. Wo auch immer wir jetzt sind, ist eine Etage höher. Reiß dich zusammen, okay? Aber... Wir schaffen das schon. Okay, ich schaue mich erstmal um. Die Schritte in den Lüftungsschächten höre ich übrigens auch schon. Geh erstmal in die Richtung, die falsch aussieht. Das sieht hier sogar tatsächlich recht falsch aus. So, da unten sind sie. Gut, dann schleichen wir mal die Erdenrunde. Also einmal hier außen rum nach hier hinten. Und schauen, ob wir da hinten richtig sind. Wichtig für euch noch zu wissen, ich habe heute nur Zeit für eine Folge. Das heißt... wir werden am Ende dieser Folge wieder ein Ende entweder durch Tod oder durch Safegame in Kauf nehmen. Eins von beiden. Aber das seid ihr ja schon gewohnt bei Alien Isolation. Wir sind übrigens mittlerweile, das wollte ich mal zeigen, bereits im Mission-Dingens hier. Kapitel 7 von 18 sind wir mittlerweile. Wir haben also schon fast die Hälfte geschafft, was ich als auf keinen Fall erstaunlich gut ansehe. Warum liegt hier einer? Kann man den looten? Den kann man looten. Hier rechts geht's auch rein. Wo wir eine Kartenaktualisierung kriegen. Okay. Da sind wir hergekommen, oder? Ich weiß es nicht. Gibt's hier einen Schachteingang? Also wir gucken kurz. Nee, hier ist kein Schachteingang. Oben geht's auch nirgendwo raus. Und hier haben wir einen Bildschirm zum Lesen, den lesen wir uns erstmal durch jetzt. Würde ich sagen. Hier haben wir nichts weiter. Gut, dann schauen wir mal auf den Bildschirm, was es dann Informationen für uns gibt. In der Hoffnung, dass wir nicht sterben werden, während wir den Bildschirm lesen. Ansonsten ist es einfach so. Kennt ihr ja schon, dass man manchmal einfach stirbt beim Bildschirm lesen. So, Privatfehler, iBIOS-Lesefehler, Fehler 0x04, Block 0x0, Sektor 0. Y sind Jahre voraus. Bericht. Smooth, Leiter der Synthesenentwicklung, Bericht. Smooth, Leiter der Syntheseentwicklung, habe soeben die Baupläne für den 120A-8 erhalten. Ich weiß ja nicht, wie viel wir unseren Maulwurf zahlen, aber Sexon wird eine ganze Menge hinlegen müssen. Für Weyland Yutani
ist das alte Technologie. Aber es überschreitet unsere Möglichkeiten bei weitem. Unsere Chefs und Aktionäre hören einfach nicht zu. Wir brauchen Investitionen. Die Firma und all ihre Ableger sind uns Lichtjahre voraus. So, daher kann ich nicht drauf zugreifen und hier haben wir noch einen Audiobericht. Ich habe mir Ihren Bericht über die Weyland-Yutani-Androiden und Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Hiwis angesehen. Ich weiß Ihre Bemühungen sehr zu schätzen, aber Sie müssen verstehen, dass wir uns in verschiedenen Welten bewegen. Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen. Meine verfügt über eine Vorstandsetage und $8,000-Anzüge. Es läuft auf Folgendes hinaus. Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund. Ich habe Sie angestellt, weil Sie am günstigsten waren, nicht am besten. Finden Sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Ganz am Ende. Okay. So. Schleichen wir einmal hier unten durch. Und gehen weiter in diese Richtung. Wie hat der Schacht, der hier eingezeigt ist? Das ist entweder der Schacht, wo wir hergekommen sind, oder was ganz anderes. Ich habe genau keine Ahnung. Erstmal schaue ich mich jetzt noch hier hinten um. Und wir könnten theoretisch mal... Das ist ein Speicherpunkt. Noch ein paar Medkits herstellen, damit wir hier ein bisschen was an Materialien verbrauchen. Und von mir aus auch noch... Wir nutzen einfach mal so gar nichts von unseren Ressourcen. Komm, scheiß drauf. Hier noch ein weiteres Medkit. So. Wir sind halt echt super, super, super sparsam, was Ressourcen angeht. So, hier ist noch ein Raum. Aber kein Versteck. Und ein Speicherpunkt. Was ist das hier so? Revolvermunition. Oh, Revolvermunition. Das sagt mir ja zu. So, und den Speicherpunkt nehmen wir mit, bevor wir uns den Terminal anschauen. Hier, speichern. Natürlich, wie immer. Ding, überschreiben, jopp. Man hat übrigens auch nur ein Savegame, man hat hier nicht mehrere Savegames in diesem Spiel. Man kann also einen Fehler, den man gemacht hat, nicht rückgängig machen durch mehrmals speichern. Das erlaubt das Spiel leider nicht. So, nächstes Terminal, was geladen wird. Privat, Hiwi-Geschwafel. Russell, hier ist meine tolle Rede für die potenziellen Kunden heute. Was halten Sie davon? Speeding macht mich kalt, wenn die nicht anbeißen. Oh. So können wir scrollen. Herzlich willkommen, meine Herren. Willkommen im Herzen der Sylvester Poulsen Tätig Solutions. Nächster Halt auf unserer Tour ist das der Systec-Turm mit dem Apollo-Kern. Aber zunächst ein Beispiel für Androiden-Selbstführung. Benötigt die Apollo-Syntheten eine größere Reparatur, als die Werkstatt durchführen kann, kommen Sie hierher. Wir sind davon überzeugt, dass dies die erste Lieferung vollautomatischer synthetischen Reparatureinheiten ist. Ganz ohne den Einsatz menschlichen Wissens. Ganz ohne teures Training. Alle Daten kommen direkt von Apollo. Jeder Eingriff wird in die Logs geschrieben, meine Herren. So sieht die Zukunft aus. Morgen gemeinsam. Es ist kein guter Text gewesen. Russell, die von oben wollen eine Komplettübersicht über das gesamte Komponentenlager. Ein paar der Sachen da sind nützlich. Ein paar sind Schrott. Schätzwerte wollen sie auch. Synthe. So, hier haben wir eine fehlerhafte Datei, einen Audiolog, der nichts bringt. Und hier ist auch Fehler drin. Okay. So, wir speichern noch einmal, bevor wir weiterlaufen. Einfach nur für den Fall der Fälle, dass da draußen... Ach, warum speichern wir? Wir brauchen nicht speichern. Komm, wir laufen einfach weiter. Was ist das? Bauplan für eine neue Rauchgranate. So, ich weiß nicht, was ist denn überhaupt unser Ziel? Wir sollen den Aufzug reparieren. Das war, glaube ich, unser Ziel. Finden Sie einen Kompressionszylinder für den Aufzug. Ja, alles klar. Wir werden bald schlafen müssen. Ich pack das nicht viel länger. So, falls ihr euch fragt, warum ich die ganze Zeit schleiche, einfach nur, falls hier ein Alien in der Nähe ist, hört es mich nicht. Das ist der Grund, warum ich einfach die ganze Zeit jetzt schleiche. Da ist was oben in dem Schacht! Wir gehen hier fix durch. Ich glaube, das Vieh ist nicht gesehen. Das war meine Hoffnung.
Ach so, scheiße. Okay, Komponentenlager, Synthetenlager. Damit zeichnet sich ab, was wir als nächstes machen sollen. Revolvermunition, Leuchtfackel und... wir laden einmal kurz nach. Damit ist die Waffe immer noch nicht voll. Und haben hier noch einen weiteren Plan gefunden und hören uns diesen Monitor hier an, den Terminal. Fehler, Fehler, bla bla. Morgen gemeinsam, Route 2. Morgen gemeinsam. Sieges Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Zuerst erschienen in Auge des Siegsons. Unser bemerkenswerter Wachstum, Sieg und Sohn, wurde zum Rückgrat in der kolonialen Ausbreitung mit Überlichtgeschwindigkeit, mit verlässlichen Komponenten, die Menschheit in den Weltraum beachtet. Hierdurch wuchs das Unternehmen und im Jahr 2066 betrieb es große Produktionsstätten in London, Buenos Aires, Nagasaki und Shipyard Wargentin auf dem Mond. Okay, ich war mich gerade schon verwundert, was das für ein Name ist. 2071 verkaufte die Familie Sieg ihren Anteil an die Firma und Entwicklung hielt stetig an. Rivalen und Gegner sahen mit Neid dabei zu, wie Sieg und Sohn die Marktführung bei der Produktion von Autos, Chemikalien, Bildungsausstattung und Baumaterialien wurde. Zum Ende des letzten Jahrhunderts kam es zu einem Ergebnis, das unsere gemeinsame Zukunft einläutete. Aus Sieg und Sohn wurde Siegson. Wir nahmen den Namen unter dem unsere Kunden uns schon seit Jahrzehnten kannten und wandten uns gemeinsam den Morgen zu und den Sternen. So, ein Audiolog und Zubehör, wo ich drauf zugreife, ein Audio. Haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden. Man hört Gerüchte, dass das die letzten potenziellen Besteller für eine Ladung Sevastopol-Hiwis sind. Falls die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Sixen zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Dann geigen sie das nicht. Spedding Ende. Jo, alles klar. So. Ist das Vieh schon hier unten? Nee. War mir gerade nicht sicher, wo das Vieh ist. So, wir müssen jetzt hier eigentlich links reinschauen. Zum Komponentenlager. Obwohl, nee, nicht unbedingt. Aber doch, wir schauen einfach mal links rein. Was mich aber vorher interessieren würde. Hier links geht es gar nicht rein. Verschaffen Sie sich Zugang zum Warenlager. Okay. Wir klettern mal hier hoch. Weil ich hätte die Vermutung... dass das hier so kleine Nebenräume sind, die uns einfach nur Speicher- und Auflademöglichkeit geben. Sieht so aus, Gerät unzureichend. Die Alien haben wir hier nicht. Mhm. So, wir speichern hier fix. Und das hier sieht so aus, als wäre das hier der Punkt, wo wir dann gleich zurückgehen könnten, falls wir die Folge beenden wollen. Auch wenn wir noch lange Zeit haben. Ich schaue noch kurz auf die andere Seite und bin auch weiterhin schön leise, weil ich keinen Bock habe, entdeckt zu werden. Ach, das ist Gas. Okay. Dann gehen wir da eben nicht rein. Auch hierfür ist mein Gerät unzureichend. Mhm. Also gehen wir wieder nach unten. Und schauen unten weiter. Das ist wohl schon hier dahinter, wenn ich das richtig höre. Nutzen Sie den Androiden als Zugang zum Komponentenlager. Mhm. Wie gesagt, ich bin absichtlich leise. So, Strom wiederherstellen. Finden Sie einen Weg, den Bedarfsandroiden einzuschalten. Ja, wir brauchen Strom.
ist ja immer irgendwas. Hinten eine Anzeige. Finden Sie einen Weg, den Bedarfsandroiden einzuschalten? Ich vermute, da oben kann man irgendwas machen. Wo ich die Meldung hatte, Gerät unzureichend. Deswegen schauen wir uns hier hinten mal noch weiter um. Der Raum ist halt echt groß. Und für alle, die sich fragen, warum schleiche ich? Ich betone es gerne noch einmal. Das Monster ist meistens immer in der Nähe. Und wenn ich laut mache, kommt es relativ zügig zu mir und raus. Und wenn ich schleiche, macht es das eben nicht. Und das ist der Grund, warum ich einfach großteils versuche, leise zu sein. Direkt noch einen Speicherpunkt nehmen wir direkt mit. Die haben es auf einmal mit Speicherpunkten nicht mehr so gegeizt. In manchen anderen Folgen haben wir echt Ewigkeiten nach Speicherpunkten gesucht. So, was ist das hier? Benutzen. So, Sicherheitszugangsgenerator-Stufe 2. Finden Sie den Weg, den Bedarfsandroiden einzuschalten. Aktualisiert. Mhm. Jetzt muss man wahrscheinlich hier unten einmal hoch. Was haben wir hier? Ausweiskarte. Der enthält noch einen Sensor, den brauche ich nicht. Also hier noch einmal speichern. Nee, es geht noch nicht. Wir dürfen nicht nochmal speichern. Also zurück. Schön leise. Zumindest das Alien auch nicht entdeckt. Ich kann mir vorstellen, dass man hier schon richtig Stress schiebt, wenn das Alien hier einmal gesehen hat. Dass man hier wirklich sich so denkt, so fuck ey, man hat so keinen Bock mehr. La 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 la. So. Es ist nicht in der Nähe. Wir klettern hier nach oben. Können wir das mittlerweile hier einfach aufmachen? Nee. Hier hoch. Jetzt können wir vermutlich das hier aufmachen. Sehe ich das richtig? Ja. So, bevor wir das probieren, speichern wir, damit das nicht schief geht, falls wir jetzt da drin Erfolg oder nicht Erfolg haben. So. Ja, das Ding kennen wir ja schon. Alles klar. Da ist das Signal. Das, oh, vier sogar. Das und das hier. Stromversorgung für Bedarfsandroiden online und bereit für Aktivierung. Es wäre mega cool, wenn ihr nicht so laut macht. Hier ist ein Alien, was versucht uns zu töten. Nur so für Tipp fürs nächste Mal. So, hier können wir uns auch mit unserem Zugang reinhacken. Mal gucken, was wir hier hinten finden. Das. Das. Den und den. Nächstes Sicherheitsproxy. Mhm. So, gibt's hier irgendwas Cooles? Oder warum kann man sich hier reinhacken? Das und noch ein Computer. Okay, greifen wir auf den Terminal mal zu. Bedarfsandroid. Speeding. Jetzt, wo Sie mich gefeuert haben, müssen Sie von Ihren Thron herunterkommen und selbst mit anpacken. Die Leute von der Silvesterpuststilllegung haben Zugriff auf das Lager. Aber es muss über alles Buch geführt werden. Nehmen Sie den Bedarfsandroiden. Schmeißen Sie ihn an. Lassen Sie ihn aus deiner Kiste und schauen Sie ihm zu, genau wie ich. Was? Wenn Sie das hier lesen, sitze ich sturzbesoffen in Gillens Bar. Sie wissen das vielleicht schon, aber für Sie zu arbeiten war die Hölle. Das ist das Beste, das mir je passiert ist. Mhm. Aufzug außer Betrieb. Ich habe soeben eine Nachricht von Speeding erhalten bezüglich des defekten Aufzugs vor den Androiden-Untersuchungsraum. Meine Leute haben 1000 andere Sachen zu tun. Die Reparatur findet also nicht rechtzeitig zum VIP-Besuch statt. Wenn Speeding eine Priorität sein möchte, sollte er vielleicht ein wenig größeres Arschloch sein. Der Job ist leicht. Ich kann ohne nachzuschauen sagen, dass die Teile im Komponentenlager
Lager sind Reihe 1, Stapel B. Wenn Sie sie nicht finden, fragen Sie die Bedarfsandroiden, solange sie mich nur in Ruhe lassen. Okay. So, Zubehörfehler, hier ist nichts und noch ein Audiolog. Zweif, Spedding hier. Sie wussten ganz genau, dass das die letzten Kaufinteressenten für Sevastopols Apollo-System waren und Sie haben die Androidenvorführung total vermasselt. Sie haben kein Interesse. Also kann ich meinen Bonus vergessen, Sie Ihren 50%igen Anteil und ich will gar nicht wissen, was es für die Schlipsträger oben bedeutet. Das hat mich angekotzt. Aber wissen Sie, was mich noch mehr ankotzt? Ich darf auf Sevastopol bleiben, um die Androidenstilllegung zu beaufsichtigen und Sie können heimgehen. Hoffentlich haben Sie keine Albträume auf der Rückreise, Sie Idiot. Ach Mensch, Männer untereinander, freundlich und nett. So, hier können wir immer noch nicht rein. Wegen The Gas kommen wir da nicht rein. Wir speichern und holen uns als nächstes den Androiden und versuchen uns den Zugang dazu verschaffen und endlich mal ein Stückchen, wo wir wieder vorankommen. Ich bin so happy, dass ich endlich mal vorankomme. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich in den letzten Missionen gelitten habe, weil es nicht voranging, weil immer irgendwelche Scheiße war. Und hier ist es endlich mal, dass ich vorankomme. So, wir sollen diesen Bedarfsandroiden da hinten fragen, ob er uns Zugang zum Lager geben kann, weil wir den Aufzug reparieren wollen. Und müsste aggressiv werden, aber theoretisch gesehen kann er uns egal sein. Schalter benutzen, weil wir eine Frage stellen, die im legalen Rahmen ist. So, bin gespannt. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche einen Kompressionszylinder. Komponentenlager Reihe 1, Stapel B. Bitte folgen Sie mir. Aber mach nicht so einen Krach, ja? Wir schleichen hinter ihm her. Das macht mehr Sinn. Und anscheinend führt er uns direkt dahin, wo wir hinwollen. Der Code war 669. Wir sind da. Der Kompressionszylinder befindet sich am Ende dieser Reihe. Vermutlich stirbt er jetzt gleich. Herzlichen Glühstrumpf. Ich kann mir schon denken, was wir machen müssen. Auch wenn das hier vielleicht jetzt nicht... Ah ja. Das hier ist ein reines Versteck. Gut. Am Ende dieser Reihe kommen wir denn hier in der Mitte irgendwo durch. Können wir die Dinger benutzen? Aha. Wir müssten entweder einen Weg außenrum finden oder mal schauen. Weiß es selber noch nicht, wie wir am besten da hinten hinkommen. Einzigste, was ich weiß, ich mache weiter leise. Hier geht's nicht durch und hier kann ich... So, hier hinten müssen wir vorbeikommen. Wir probieren unser Glück. Ja, das sieht gut aus. Perfekt, Weg gefunden. Easy going. Jetzt fehlt nur noch, dass gleich irgendwo das Alien spawnt und wir total am Arsch sind. Macht das wahrscheinlich gleich, wenn wir das Teil uns besorgen. So, hier. Jetzt muss ich schauen, ob runter oder hoch. Unten. Kompressionszylinder. Wechseln Sie die Komponente am Fahrstuhl aus.
ist die Frage, warum die Musik gerade so spannend wurde. Und wir klettern mal hier rein. Und schauen mal, was hier in diesem Schacht ist. Es sieht zwar aus wie eine Sackgasse auf dem ersten, es könnte aber auch eine mega geile Abkürzung sein. Wenn es eine Abkürzung ist, dann wäre natürlich cool. Nee, war keine Abkürzung, aber hätte ja sein können. Lag nur etwas für mich rum. Und wir machen wieder schön leise, damit uns das Alien ja nicht begegnet. Schleichen wir den kompletten Weg zurück, auch wenn es nicht in der Nähe ist. Ich habe keinen Bock, entdeckt zu werden. Speziell da die Gefahr, dass es hier irgendwo runterfällt, echt groß ist und vor allen Dingen auch gegeben. Und wir klettern noch einmal nach da oben zum Speichern, bevor wir hier versuchen, komplett zurückzukommen. Da müssen wir ja hin. Und ich nämlich nicht weiß, ob das Alien da vorne sich bereits in der Öffentlichkeit bewegt oder noch nicht. Aber wir klettern erstmal hier hoch. Wenn ich nochmal hier hoch darf. Darf ich. Und speichern hier oben. Und dann wünscht mir Glück, dass ich den kompletten Weg auf Anhieb zurückschaffe. Damit wäre uns super viel Zeit gespart. So, hier rein habe ich keine Ahnung, wie wir da reinkommen übrigens, ne? Weil ich sehe, dass da immer noch das Giftgas ist. Ich weiß nicht, wie wir das wegbekommen. Ist mir persönlich eigentlich auch egal. Es hätte Zeiten gegeben, da hätte es mich interessiert. Mittlerweile habe ich ja nicht mehr so viel Bock drauf. Wenn wir Glück haben, können wir jetzt hier den Gang einfach nach vorne schleichen. Mal schauen, ob das funktioniert oder ob das Alien da vorne rumrennt. Als wir das letzte Mal da vorne waren, haben wir das Alien ja hier gesehen. Wir könnten aber halt echt Glück haben, dass das Alien null Interesse hat, hier nochmal hinzukommen. Komm, schnapp dir die Munition mit R, so. Liegt hier, Ladungspaket. Er hat keine Muni dabei gehabt. Der hier auch nicht. Hier noch eine Ausweiskarte. Das Alien ist echt nicht gespawnt. Einfach nur, weil wir leise waren. Okay. Dann. Reparieren wir den Aufzug? Geht das hier so ohne weiteres? Ja, sieht gut aus. Und wir speichern noch einmal, bevor wir da reingehen. Und ich würde sagen, wir gehen in die nächste Folge. Bevor ich jetzt hier da noch in den Aufzug reingehe und das Ganze nicht funktioniert, zeige ich euch mal, was passiert, wenn man hier laut rumsprintet. Mal schauen, ob das funktioniert. Müssten wir das Alien finden. Angeblich soll das Alien ja kommen, wenn man laut ist. Aber es kommt nicht. Schade. Oh. Da hinten ist es. Da ist es. Wenn man laut ist. Das meinte ich, das wollte ich euch zeigen. Deswegen sind wir die ganze Zeit rumgeschlichen. Das habe ich in den letzten Folgen gelernt. Und deswegen müssen wir einfach die ganze Zeit schleichen. Ne? Also, ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, da abonniert mich. Gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß. Und sag wie immer zum Schluss, tschö mit Ö.